Dann essen doch einfach. Gute und herzlich willkommen zum Unkrautessen. Heute geht's um Giersch. Ja, die meisten von euch werden kennen, der gute alte Giersch. Viele fluchen über ihn in den Garten. Wenn ich aber in ganz viele Gartengruppen oder Foren lese, wie wäre ich mein Giersch los, kommt mit Sicherheit als zweite Antwort, allerspätestens als zweite Antwort, essen doch einfach. Und das Ganze will ich heute mit euch zusammen probieren. Im letzten Video bin ich hier schon ein bisschen auf die Thematik Giersch bei mir im Garten eingegangen. Da geht es um nie mehr Dünger kaufen. Ich verlinke euch das Video mal da oben. Da erkläre ich, was ich so im großen Ganzen mit dem Giersch da im Garten mache. Unter anderem habe ich im Video gefragt, soll ich mal ein Giersch-Verspeis-Video machen? Da habe ich schon einige geschrieben, sie würde das gerne sehen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich mich ein bisschen belesen zum Thema Giersch, was man da so alles draus machen kann. Mit zwei verschiedene Rezepte mache, eine Giersch-Limonade und eine Giersch-Pesto. Besonders auf die Limo bin ich arg gespannt. Ich trinke zum Beispiel gerne da die österreichische Kräuterlimonade, die schmeckt mir super. Vielleicht geht es ja dann auch in die Richtung, das seht ihr, wenn es soweit ist. Aber bevor ich das jetzt verschaffe, in die ganzen Rezepte kommen ja noch andere Zutaten drin, muss das Zeug natürlich vorher einmal Drucker probiert werden. Naja. Ich muss sagen, ganz so bescheiden, wie ich mir das vorgestellt habe, schmeckt es gar nicht. Wobei, vom Geschmack her, ist schon ziemlich bitter, aber es erinnert mich an irgendwas. Hat eine Idee, an was Giersch geschmacklich erinnert? Mir liegt es auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein. Gerne unten drunter in die Kommentare schreiben. Naja, ich könnte mir jetzt vorstellen, in einem Salat so ein paar Gierschblätter kleckschnitte, geht mit Sicherheit auch. Als erstes geht es los mit dem Pesto. Ich bin gespannt, wie das Material dann schmeckt. Es geht direkt los mit 100 Gramm Gierschpflüge. Als erstes machen wir das Gierschpesto. Was brauchen wir dazu? 100 Gramm Giersch habe ich draußen gerade gepflückt. Dann brauchen wir 6 Knoblauchzehe, 100 Gramm Parmesan oder Pecorino, Olivenöl und Pinienkerne. Ich werde jetzt erst einmal den Giersch ein bisschen vorhacken, dass die Blätter nicht mehr ganz so groß sind. Dann habe ich da von meinem Stabmixer so ein Schüsselchen mit so einem Häcksler drin. Könnt ihr natürlich auch Küchenmaschine oder was auch sonst immer ihr benutzt nehmen. Ich wasche jetzt einfach mal drauf los. Das Rezept ist natürlich dann auch später ohne in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann nochmal angucken. Wir brauchen für die Mischung 250 Milliliter Olivenöl. Habe ich natürlich hier das Olivenöl von meinem Werbepartner Decoro Drogerie. Absolut gutes Material. Mit meinem Code Hobi gibt es wie immer 5% Rabatt. Ihr wisst, ich bin überzeugt von Decoro Drogerie, trotzdem ist eine Werbung. Ich habe es da oben verlinkt. Brauchen wir 250 Milliliter für das gesamte Rezept. Ich werde jetzt mal schon einen Schuss da neu geben. Dann mixe ich schon einmal eine Runde. Also das klappt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb kommt das in den Mixbecher rein, der Rest. So, probieren wir es mal damit, das besser geht. Jetzt wird ein bisschen besser aus. Also ich muss sagen, von der Konsistenz her, guckt es euch an. Also, das ist für mich nicht zufriedenstellend. Das werde ich auf jeden Fall nochmal durch die Küchenmaschine jagen. Also, ihr seht es, wenn ihr da reinguckt, Alter, das sieht aus, als hätte Kalb reingeschissen. Das muss ich unbedingt nochmal ein bisschen kleiner häckseln. Also, das ist nicht so, wie ich es gerne essen würde, für Pesto auf jeden Fall. Als nächstes kommen die 6 Zehen Knoblauch. Im Rezept steht 6 Zehe, erscheinen ein bisschen viel für die Menge an Pesto, aber da der Giersch sehr starken Eigengeschmack hat,
ist es vollkommen gerechtfertigt. Genauso mit der Menge vom Parmesan. So, da habe ich zum Glück mein super Brett von Coro. Da kann ich gerade den ganzen Kompost ohne Schälchen neu machen. Also ich muss sagen, es ist das echte Mal, dass ich selber überhaupt irgendeine Pesto mache. Rein vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, war es vielleicht ein Fehler, in das Olivenöl mit dem Pürierstab mal zu gehen, weil das klar so weiß worden ist. Habt ihr schon mal Pesto selber gemacht? Über Tipps in die Kommentare, ohne freue ich mich natürlich. Aufgeräumt. Jetzt gebe ich meine Knoblauchzehe unzerkleinert mit den Pinienkernen zusammen in meine Pfanne und röste so ein bisschen ein. Dazu gebe ich einen kleinen Schuss Olivenöl in die Pfanne, das langt schon. Das müsst ihr vorsichtig machen, ich will nicht, dass es verbrennt. Also die Pinienkerne, die kriege ich schon so ein bisschen Röstaroma. So, ich denke, das ist schon genug. Das Ganze kommt jetzt in meine Kirschmarinade dazu. Dazu kommt der Parmesan. Und dann wird das Ganze vermischt. Also rein von meinem Gefühl her, für ein Pesto ist da zu wenig Olivenöl drin. Also rein von der Konsistenz her ist mir das noch zu olber, also da sind ja noch teilweise ganze Blätter drin. Das gebe ich jetzt doch mal noch in der Küchenmaschine. Da könnt ihr natürlich die Küchenmaschine eurer Wahl benutzen oder ihr schneidet es gleich so klein, dass das ordentlich von der Konsistenz her ist, so wie es euch schmeckt. So sieht die Sache doch gleich ganz anders aus. Das Ganze fülle ich jetzt in Gläser ab. Es sind ungefähr 2 Gläser geworden, da leere ich jetzt jeweils auch noch einen Schuss Olivenöl drauf. Im Rezept steht, es soll es haltbarer machen. Verschließ die Gläser. Guckt euch an, feinstes Kirschpesto. Das wird natürlich auch probiert, aber erst gehen wir ans zweite Rezept. Als zweites Rezept mache ich eine Kräuterlimonade, natürlich mit Kirsch. Das Rezept ist unterm Video nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch nochmal angucken. Und jetzt pflügen wir als allererstes die Zutaten für unsere Kräuterlimonade. Was denkt ihr, was wenn wir als erstes brauchen? Natürlich Kirsch. Schau mal, da so 2 Liter Schraubglas organisiert. Da soll ich jetzt als allererstes ungefähr 2 Hände voll Kirsch rein. Naja, da Kirsch haben wir genug. Nur was sind 2 Hände? Das ist ja relativ, ne? Das pflüge ich jetzt auch mitsamt im Stiel, halt ohne Wurzeln. Kirsch habe ich gerade genug. Habt ihr schon mal eine Kirschlimo gemacht oder irgendeine andere Kräuterlimonade? Wenn ja, gerne mal unten drunter in die Kommentare schreiben. Ich stehe nämlich total auf diese österreichische Kräuterlimonade. Die ist zwar Babsis, aber da stehe ich total drauf. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Habt ihr schon mal irgendwas in die Richtung gemacht? So, Kirsch soll es genug sein. Auf zur nächsten Zutat. Die nächste Zutat ist ein Minzzweig. Da habe ich mehrere verschiedene Sorten. Aber von meinem Spätzl Carsten, die Oma, die hat eine Pfefferminzsorte gehabt, die absolut geil riecht. Die habe ich da in einem Topf, habe ich letztes Jahr vom Carsten beim Tag der offenen Höfe geschenkt gekriegt. Da reicht ein Zweig. Boah, geil, was ein intensiver Duft.
kommt neu dazu. Jetzt fehlt noch eine Kräuterzutat. Und das ist ein Zweig Gundermann. Das wusste ich bis vor kurzem nicht einmal, dass das der Gundermann ist. Da habe ich gestern noch einmal den Max gefragt, dass das auch das richtige Zweig ist. Da langt uns auch ein Zweig. Nein, ins Glas. Ins Glas neu dazu kommt der Saft einer Zitrone. Da mache ich jetzt nicht großartig rum mit Auspresse, das trinke ich jetzt eh was oder nein. Das Ganze wird jetzt aufgeschüttet mit einem Liter Apfelsaft. Natürlich mit selber gemachtem von uns. Ich mache jedes Jahr Apfelsaft selber. Gibt es natürlich auch Videos dazu. Ich verlinke euch mal eins da oben in der Ecke. Könnt ihr euch mal reinziehen. Apfelsaft selber gemacht. Ploppt, ist noch frisch. So. Deckel drauf. Die ganze Mische, die soll jetzt 6 Stunden ziehen. Ich weiß jetzt, wenn wir jetzt oben, ich weiß über Nacht stehen lassen. Morgen wird das Ganze dann mit einem Liter Mineralwasser aufgegossen und dann wird es natürlich mit dem Pesto zusammen probiert. Ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt über Nacht durchgezogen, das Material. Ich schütte es jetzt mal in meinen Messbecher um. Der Rest kommt auf den Kompost. Das Glas habe ich ausgespült. Jetzt schütte ich mir den Rest in meinen Becher wieder rein. Die großen Blätter, die sammle ich raus, was noch so drin rumfliege. Dann soll das Ganze mit einem Liter Wasser noch aufgefüllt werden. Bin schon gespannt, wie das schmeckt. So. Jetzt mache ich mal kurz den Deckel drauf und da das kurz einmal schwenke, dass es noch gescheit durchgemischt ist. So. Und jetzt wird probiert. Riechst du so noch Apfelsaft, der angegoren ist? Na, jetzt muss natürlich der Kram einmal probiert werden. Kirschlimonade. Hey. Hey, das ist richtig gut. Ich dachte, ich bin eigentlich davon ausgegangen, das schmeckt wie Scheiße, aber das riecht gut. Das ist so richtig. Das schmeckt wie ein Kräuterlimo. Man schmeckt die Süße vom Apfelsaft, aber man schmeckt nicht direkt aus, direkt raus, dass es Apfelsaft ist. Es hat so ein bisschen eine leicht happy Note noch dazu. Die Zitrone schmeckt mal gut. Die Minze schmeckt mal ganz leicht raus. Hey, ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Kirschlimo unbedingt ausprobieren. Als nächstes testen wir das Pesto, ob das genauso geil ist. Die Limo wurde gestern noch ausgiebig getestet. Meine Frau und die 2 Kinder haben sie abprobiert. Meine Frau und die Groß waren genauso begeistert wie ich. Die finden es richtig geil. Unser Kleine findet es so mittel. Also scheiße, wenn unser Kleine sagt, so mittel, dann findet es gar nicht so geil. Auf jeden Fall, also 3-1. Wir finden sie wirklich richtig geil, habe auch schon die nächste Ladung angesetzt. Richtig erfrischend, ich stelle mir das richtig geil vor. Im Sommer mit ein paar Eiswürfel drin, draußen im Garten so beim Schaffen, ein bisschen Geschmack drin. Nicht einfach bloß immer Wasser. Gesunde Limo, sage ich mal, ist ja kein Zucker drin. Der ein bisschen Fruchtzucker im Apfelsaft, aber sonst ohne Zucker. Absolut geniales Getränk. Probiert das auf jeden Fall aus. Jetzt fehlt aber noch das Pesto. Das müssen wir natürlich auch probieren. Ich rieche mal, also es riecht, naja, es riecht eigentlich wie jedes Pesto. Ich finde, dass Pesto eigentlich richtig übel immer noch Olivenöl riecht. So sieht das Ganze aus, also es sieht eigentlich aus wie ganz normales Pesto. Da ich es nicht pur essen will, haue ich mir da so ein bisschen aufs Brot drauf zum Probieren. Achtung! Ich muss es doch mal ohne Brot probieren.
Ja. Ja, überraschend gut. Ist wesentlich herber als normales Pesto, aber noch so im Rahmen, dass es okay ist. Der Parmesan schmeckt gut raus. Vor allem schmecke ich, dass mir die Pinienkerne beim Anrösten ein bisschen zu dunkel geworden sind. Also es ist so eine leichte angebrennte Note drin. Aber trotz allem lecker. Schmeckt gut. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Freunde, zwei Unkrautrezepte gemacht und zweimal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Habt ihr schon irgendwelche Rezepte mit Giersch oder anderen Unkräuter ausprobiert? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das unten drunter in die Kommentare schreibt. Ich probiere es auch gern aus. Ich fand die zwei Rezepte jetzt mega lecker. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Video gehabt. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns demnächst wieder in einem meiner Videos sehen. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und auf jeden Fall, esst euer Unkraut.